ganz ehrlich, ganz ehrlich, aber das muss ja nicht sein. Nee, Spaß. Aber ich muss sagen, eigentlich macht es mir gerade echt Spaß. Und es laggt auch gerade nicht, das finde ich super. Bin ich doch jetzt eigentlich echt glücklich darüber, dass ich gerade doch noch eine Aufnahme gemacht habe. Was ist das denn? Toll. Und nu? Was bringt mir das jetzt? Oder soll ich eventuell da drüber laufen? Aber das bringt mir... Ah doch, das bringt mir mehr. Das bringt mir drüber. Ey! Hey, hey, hey. Zu dem will ich aber mal runter noch. Aha. Oho. Ihi. Na, wenn das so ist. Ich laufe jetzt einfach mal gerade hier außen. Aha, hier haben wir noch einen. Noch einen. Das wird ja immer besser. Tja, aber da. Bah. Tja, aber da wollte ich gerade sagen, komme ich nicht hoch. Und bam, bin ich oben. Tja, super. Ja, so viel hattest du gar nicht, ne? Aber Typ. Okay, ich muss das echt lassen. Ich muss es lassen. Ich muss es echt. Das ist nicht witzig. Das macht man nicht. Also auch wenn es ein Spiel ist, macht man einfach nicht. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Also. Außer ein Counter-Strike Source. Da macht man sowas. Weil. Ja, ist halt so. Da macht man sowas halt. Weil es einfach irgendwie amüsant war, wie die Typen dann da noch rumgeflogen sind. Da war ich auch nicht der Einzige, der sowas macht. Ja, nein. Apropos Counter-Strike Source, eventuell ist... Nein, der Part kommt eindeutig noch davor. Bin mir hundertprozentig sicher. Nee, Treppen hoch. Treppchen hoch. Der Part kommt eindeutig noch bevor Counter-Strike Global Offensive released ist. Wo ich mich ja schon sehr drauf freue. Das ist so mit eins der Spiele, worauf ich mich am meisten wieder mal freue dieses Jahr. Genauso wie es letztes Jahr Skyrim war, freue ich mich jetzt auf das Spiel hier am meisten. Also bis jetzt von den Release, also von den bekannten Release Dates, sind ja auch noch nicht alle bekannt, ne? Man muss ja auch jetzt dazu sagen, heute, als ich das aufnehme, sind noch Screenshots zu einem anderen Spiel rausgekommen von Valve, was eventuell kommen soll. Genauere Beweise gibt es dafür halt noch nicht. Was ist das denn? Ach, du bist das. Das wäre dann Half-Life 3, worauf ich mich auch schon eigentlich recht freue. So an für sich. Wow, wow, wow. Wow. Go back. And leave me alone. Leave fucking Britney alone. Tja. So viel dazu. So leave Britney alone. Und zu Half-Life 3. Soll ja eventuell mal wieder auf der Gamescom angekündigt werden, worauf ich mich natürlich, worüber, sagen wir es anders, worüber ich mich natürlich sehe. Ach, du warst am Schlafen. Ach. Ja, ja, komm, töte mich einfach. Nee? Na dann. Oh nein. Ich will unbedingt nicht sterben. Oh nein. Bitte nicht. Oh nein. Wie schrecklich. Ich glaube, ich sterbe. Ich wollte es einfach mal beschleunigen. Eventuell können wir den ja wirklich umgehen. Würde ich mich natürlich darüber freuen. Letzter Speicherpunkt laden. Ja, ja. Und runter. Wenn wir den jetzt, wie gesagt, da ein bisschen pennen lassen können, hätte ich nichts gegen. Aber ich dachte halt, das wäre eine Leiche. Also ich dachte, der Typ wäre tot. Aber war er dann trotzdem doch nicht. Trotzdem nicht genau. War er dann aber doch nicht. Ah, jetzt komme ich aber... Ich glaube, ich komme aber so oder so an einem vorbei. Aber ich muss ihn scheinbar nicht wecken. Das gefiel mir nicht. Na doch, ich habe ihn geweckt. Ich habe ihn scheinbar geweckt. Was? Was war das? Was? Was kann ich denn damit machen? Was mache ich denn damit? Ah ja, geil. Das ist geil.
Dies macht mir doch mal, das macht Spaß. Das macht Spaß, das macht Laune. Die freue ich mich schon drauf. Ja. Gott. Alter, serious? Das war ja mal, Alter, das war ja wohl mal, nee, das war ja wohl mal mehr als Schleppschnee. Jo, wie gesagt, dort macht Spaß, das macht Laune. Da freue ich mich schon drauf. War gerade echt läppsch. Tut mir leid, aber war doch läppsch. Das gibt's doch nicht. Wie oft will ich noch drauf reinfallen? Oh Mann, Leute, ich muss mal gerade nach der Urscheid schauen. Nach dem Urscheidkrebs. Franzisch. Ich bin der Däne. Ich bin der Däne Otto. Ja. Hallo Franzisch. Wie geht's hier, Franzisch? Jo, jetzt habe ich da oben gespeichert. Heißt also, ich kann immer wieder zurück. Ach, guten Tag. So, sagen Sie mir doch gleich hallo. Machen Sie es doch nicht so spannend. Alter. Ja, nee, ist irgendwie klar, ne? Na ja, komm, komm. Messer. Knife Fight. Nicht so ein Knife. Nicht so ein Knife. Egal, jetzt komm. Jetzt gehen wir auf alles. Jetzt komm. Leute, wenn ich das jetzt überlebe, nennt mich King of the Web. Please. Whoa, 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 what the, whoa, whoa, what the fuck, what the going on, what the fuck is going on? Oh, oh God, oh God, oh God, oh God, I must flee. Yeah, yes, yes, I must flee. To regenerate my, Dingsbums. Hi, here are Bear Grylls. And we fight, gegen, Bibliothekar. Aber das Problem ist, jetzt bin ich down. Jetzt kann ich kämpfen, so viel ich will. Jetzt ist es egal, jetzt ersticke ich nämlich. Heißt also auf gut Deutsch, er soll mich schlagen. Ich bin down. So oder so wäre ich jetzt, wie gesagt, down gewesen. Weil wieder die, Gasmaske ja vernichtet war. Schade, aber war ja mal ganz witzig. Wir hätten ihn auch, denke ich, fast bekommen. Ja, passiert, ne? That passiert, that passiert. Guck mal, wir sollten sowieso hier oben sein, also. Na, 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 na. Ach, nee. Da können wir sogar noch eine Gasmaske wechseln. Ach, nee. Soll ich's machen? Oder soll ich's... Ach komm, ich mach's. So, erstmal sicher gehen, ne? Also ein bisschen auf Distanz bleiben. Ah, verdammt. Ich glaube nicht getroffen. So, jetzt. Wie gesagt, komm. Ein Bibliothek haben. Natürlich jetzt einfach mal mit dem Messer, wie gesagt. Für die Leute, die jetzt erst einschalten. Ich bin hier gerade am Töten. Ach, guck mal, kann ich das so... Au, 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 au. That hurts, that hurts, that hurts. Come on, come on, come on. Yes, 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 motherfucker. Yes, yes. Go down, go down, go down, go down. Okay, go down, go down. Go, go fucking down, go fucking down. Go, please go down. Please, please, hey. Hey. I have an Easter egg for you. In my pant. Oh God. Leute, es ist spät, es ist spät. Bitte entschuldigt mir das Commentary. Es knuspert ein bisschen, ne? Knusper, knusper. Knäuschen, wer rappelt in meinem Häuschen? Der Wind, das himmlische Kind. Wie gesagt, wenn jetzt meine Gasmaske down ist, baller ich drauf. Mit der Pistole. Ich würde sagen, ich baller jetzt einfach schon mal mit der Pistole ein bisschen drauf. Ich habe ja auch schon einmal ein Messer getötet. War ja auch schon toll. Und mit der Pistole ist auch noch gut. Würde ich sagen. Ja, mein... Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich jetzt gerade sagen, ja, komm jetzt. Nochmal ein bisschen mit dem Messern. Ach, guck mal, da stecken sogar noch die Messer drin. Ah, verdammt, 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 verdammt.
Jetzt muss ich anders draufballern. Weil ansonsten verrecke ich hier. Oder? Verrecke ich überhaupt? Nee, tue ich gar nicht. Ach ja, gut, das wusste ich. Wusste ich jetzt nicht. I'm sorry. Leute, sorry, aber das klingt doch schlecht. Also. Die Texte, es ist auch wirklich nur eine Textur, das sieht also auch nicht so sonderlich toll aus. Es tut mir also schon so ein bisschen leid, aber das ist schon echt schlecht. Sorry, aber muss man einfach mal sagen. Man kann auch nicht nur alles positiv reden. Gibt halt nur mal Fehler in diesen Spielen, aber es ist halt einfach von der Atmosphäre schon richtig geil. Das Spiel, muss man einfach so sagen. Da kann man nichts dran ändern. Guck mal. Ach, da muss ich sogar rein. Hallo. Einfach zu machen. Wow. Ein paar Schließfächer. Nö. Da ist nichts. Eventuell hier. Nee. Da. Nein. Verdammt nochmal. Nein. Ja, das könnte sein. Nein, das ist auch nicht. Verdammt normal. Was soll das denn hier? Finden wir sie hier? Nein. Gibt's denn hier nichts davon? Ist das? Was ist das? Nein. Verdammt normal. D6. Das müsste es sein. Fuck yeah! Like a boss! Müsste ich jetzt hier eigentlich einfügen. Sorry, aber sollte es nicht eingefügt sein, wäre recht. Nein, ich füge es nicht ein. Nur so zur Info. Oh, boah, ich wollte gerade schon sagen, wehe, da geht jetzt dieses große Piepe durch. Los, ich hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. This is Sparta! Nee, das war falsch. Das war falsch. Müsste ich jetzt hier auch eigentlich einfügen. So einen richtigen Remix von meinem This is Sparta! This is Madness! Und so weiter und so fort. Ich lasse es. Ich mache eh nichts daraus, weil ich zum einen zu faul bin und zum anderen zu blöd. Nein, Spaß. Also hinbekommen würde ich es, glaube ich, schon, aber... Ich meine, ich mache ein Let's Play, ich mache keinen... Also ich würde es jetzt bei einem Let's Play Minecraft, könnte ich sogar noch verstehen. Aber so jetzt erstmal hier nicht. Wow, what the fuck? Da macht jemand die Tür auf. Sorry, so viel habe ich nicht. Ja, ganz ehrlich, so viel habe ich nicht. Du hast es also geschafft, Artyom. Ich hatte Zweifel, um ehrlich zu sein. Alter, ich bin geil. Hast du etwas gefunden? Da kann man nicht sterben. Okay, steig auf. Bin schon dabei, mein Freund. Wo geht es denn hin? Zur Kirche. Artyom, klingelt es bei dir, wenn du den Namen Khan hörst? Er hat uns geholfen, dich zu finden. Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat. Ach so, der. Klar, machen Sie sie an. Ach, der Khan. Der hieß Khan? Nee, Bourbon war der andere. Der hieß Khan, stimmt. Oh Gott, das ist schon so lange her, als wir den das letzte Mal halt gesehen haben. Tut mir leid. Der erste und bislang einzige menschliche Außenposten hier oben. Spartas. Außenbasis. Das ist Sparta. In der Zwischenzeit schaue ich mir mal die Dokumente an, die du mitgebracht hast. Boah, Leute. Ich weiß nicht, ob ich jetzt erstmal eine Aufnahme-Cut machen soll. Der Beauftragte, den Funk zu überwachen. Unsere Hoffnung war es, die Regierungsbunker über die Wisst ihr was, ich mache jetzt einfach mal hier einen Cut. Wir sehen uns also beim nächsten Mal, aber ich wünsche jetzt noch sehen, was denn hier
Ja, das ist egal. Hallo, naja, wie gesagt, ich verabschiede mich für diese Aufnahme. Ich werde morgen direkt weiter aufnehmen. Weil ich halt eigentlich Bock dazu habe, jetzt gerade echt. Aber ich bin jetzt gerade müde, ich sollte mal ins Bett gehen. Es ist zwar noch nicht so spät, aber ich bin momentan echt müde. Hm, ja, das ist Schnee. Gut. Schnee muss nicht sonderlich fein texturiert sein, der kann auch gut so sein. Aber hier wieder der Boden, ne? Um das nochmal kurz zu sagen. Aber hey. Guten Tag. Guten Tag. Naja, wie gesagt, in diesem Sinne, die Wurmdauer. Ciao, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Hubert Schubert. Ciao, Leute.